Du bist immer gut. Das ist meine feste Überzeugung. Denn in tausenden von Gesprächen habe ich festgestellt, dass jeder Mensch irgendetwas gut kann. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge, sondern auch Coach. Und viele Jahre war ich auch im Vertrieb tätig und habe viele Vertriebsmitarbeiter angeleitet und trainiert. Und das, was mir aufgefallen ist, dass jeder Mensch immer irgendetwas gut kann. Die Frage nur, ist es auch wirklich relevant? Eine ältere Frau kam nach einem hervorragenden Konzert zu dem Geigenspieler, zum Violinisten, der weltbekannt war. Und die Frau hat gesagt, guter Mann, wenn ich so spielen könnte wie Sie, dann würde ich mein Leben dafür geben. Und der weltberühmte Violinist sagte Folgendes, gute Frau, genau das habe ich getan. Auf der anderen Seite haben wir Miriam. Miriam kann dir ganz genau sagen, wann welcher Film rausgekommen ist und kann dir auch genau sagen, welche Schauspieler in welcher Rolle gespielt haben. Hier haben wir also zwei Menschen, einmal den Geigenspieler, auf der anderen Seite Miriam, die alle Schauspieler und Filme auswendig kennt. Die Frage ist natürlich nur, welcher Nutzen ist größer für die Gesellschaft? Beide sind gut in dem, was sie tun. Und meine Beobachtung ist, nahezu jeder Mensch hat irgendetwas, in dem er gut ist. Die einen können gut Kreuzworträtsel spielen, die nächste können gut alle Bundesligaspiele aufsagen, die anderen kennen genau die Torschützenkönige und der nächste wiederum kennt alle Schauspieler von allen Kinofilmen. Was bedeutet das nun für dich als Unternehmer, als Selbstständiger, für dein Einkommenspotenzial? Klar ist, wenn es einen Menschen nur gibt, der beispielsweise wie bei Amazon in der Lage ist, ein weltweites Netzwerk von Shop-Betreibungsplattformen aufzubauen, dann ist seine Fähigkeit, mehrere Millionen, Milliarden, vielleicht sogar heute über 200 Milliarden Euro wert. Gibt es allerdings schon mehrere Menschen, zwei oder drei Menschen, die die Fähigkeiten haben, eine Goldmine abzubauen, ein Unternehmen zu gründen, dann ist der Ertrag, das Einkommenspotenzial vielleicht nur noch 10 Milliarden oder vielleicht nur noch eine Milliarde Euro groß. Gibt es allerdings 100 Menschen, die eine bestimmte Fähigkeit können, dann ist dein Potenzial, am Einkommen zu generieren, vielleicht noch 100 Millionen groß. Gibt es 1000 Menschen, vielleicht noch 10 Millionen und können es 100.000 Menschen etwas umzusetzen, dann kann jeder vielleicht nur noch eine Million verdienen. Wenn aber sogar eine Milliarde Menschen etwas durchführen können, zum Beispiel Briefe austragen, Mülleimer ausleeren oder das WC putzen, nun, dann gibt es vielleicht nur noch 10 Euro zu verdienen. Und wenn sogar eine Fähigkeit alle Menschen können, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du überhaupt etwas damit verdienen wirst. Klar ist diese Metapher abstrakt und sehr verallgemeinert. Dies ist lediglich ein Modell, das dir helfen soll, etwas zu verinnerlichen. Erstens, du bist immer in irgendetwas gut. Aber die zweite Frage ist das, was du gut kannst, tatsächlich auch relevant? Stellt es einen Wert, einen Nutzen für andere dar? Und wenn es einen Wert und einen Nutzen darstellt, dann ist die Frage, wie viele andere Menschen können das auch, was du kannst? Du hast also heute die Möglichkeit, das nicht nur zu identifizieren und unterscheiden zu lernen, sondern du hast auch eine Möglichkeit, heute eine Entscheidung zu treffen, nämlich zu sagen, welche Fähigkeit ist noch nicht so weit verbreitet? Welchen Nutzen kann ich stiften? Was kann ich noch lernen? Worin kann ich vielleicht heute, morgen und übermorgen gut werden? Das, was nur wenig Menschen kann. Denn damit steigerst du garantiert dein Ertrags- und dein Einkommenspotenzial. Es gab Zeiten, da waren die Rechtsanwälte knapp. Es gab Zeiten, da waren die Ärzte knapp. Es gab Zeiten, da waren die Programmierer knapp. Es gibt immer irgendwelche Fähigkeiten, die besonders stark nachgefragt sind. Und das ist die gute Chance für dich. Jeder Tag werden die Karten neu gemischt. Und es liegt an dir, heute die Entscheidung zu treffen, worin du gut wirst. Vielleicht aufzuhören mit dem Kreuzworträtsel, aufzuhören, alle Filme zu gucken, aufzuhören, alle Fußballspiele zu verfolgen, sondern darin gut zu werden, was die Menschen am dringendsten brauchen, um ihre Probleme gelöst zu bekommen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, diese Idee umzusetzen, das Ganze in ein fähiges und taugliches Geschäftsmodell umzusetzen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben über 40 Berater, die bundesweit an deiner Seite stehen und dich unterstützen, dieses Konzept mit deinen Fähigkeiten auf die Straße zu bringen, sprich erfolgreich umzusetzen. Gerne aber kannst du jetzt auch einfach Daumen hoch machen, den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dem, worin du gut werden willst, um anderen zu dienen.